Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Hope oder Little No Hope, um es mit Tyler zu sagen. Tja, wir haben ja ziemlich einen Cliffhanger gehabt und wir machen an der Stelle jetzt mal weiter. Ja. Ich mach mal auf dicke Hose. Ich regle das. Ihr bleibt hier. Was? Ich regel das jetzt. So doof? Geh doch nicht zu dem Girl. Das isst dich auf. Ja, ich werf dir einfach die Brücke runter. Was da? Warte, ich komm mit dir. Das ist keine gute Idee. Oh, wir hätten doch lieber alle zusammengehen. Hey, ja. Ihr zwei! Aber zumindest bist du jetzt nicht alleine. Das ist nicht gut. Konfrontiere das Mädchen. Hallo! Hey, Girl, hallo. Bleib stehen! Du hässliches Kind, komm her! Wenn ich dich kriege, ich reiß dir den Arsch auf. Hey! Ist da wer? Neben mir steht einer. Ja. Hallo? Hallo. Hey! Was zum... John! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind sie? Was machen sie hier? Das sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Könnte eine... Mein Gott. Das ist sie! Ja? Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst nicht gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Tschüss. Ja, geh halt. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns. Trennen ist wirklich immer die beste Idee, klar. Ja, die wollen ja eh poppen. Ja. Die ist so. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Du bist Daniel? Ach, du bist jetzt woanders. Ich bin Daniel. Ich bin nämlich Andrew. Ich gehe jetzt mit Tyler. Mit Tyler Lawton. Ich gehe mit den beiden Alten hier. Okay. Moment. Ähm. Das Geräusch.
Ist sie gestorben? Ach du Sie rennt weg. Ich hab's Mädchen gesehen. Ich bin in der Middle School. Danke. Land zu verkaufen. Ach, ist doch nicht der Ernst. Da stand gerade ein Vieh. Okay? Alles gut. Jo. Das war nur der Alte. Und aus dann der Bar hat sich rausgestellt, das war nicht der Typ mit aus der Bar. Kacke, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Wo sagt er was? Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Da haben wir gerade Glück gehabt. Ich habe mich zu schnell gedrückt. Du musst aufpassen mit dem Drücken. Okay. Ich habe nämlich gerade wieder diese ganz vielen Pfeile. Hier ist schon wieder so ein... Hier steht das Mädchen steht hier auf der Brücke. Hinter uns ist was. Little Hope, 1692. Wartet mal auf mich, ihr Deppen. Alles okay? Nein, der Little Hope Bridge. Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich Brücke habe von Gefühl, Little Hope, Spielplatz. Zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel. Und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Hier oben ist was. Komm rüber und schau dir das an. Oh, Alter. Puh. Ich will mir das nicht anschauen. Kann ich nicht einfach draußen warten? Nicht? Boah, der John ist der ultimative Feigling, ey. Jetzt muss ich wieder so einen blöden Ruhigbleib-Quicktime machen. Wir sind gerade in Old Salem. Tatze. Hey, was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. Okay, moderne Magie und Rituale. Hier liegt ein Buch und da steht das Kürzel T.C. drauf. Gut.
Ich habe gerade dem Kind geholfen. Vielleicht hat das Vorteile. Mhm. Du hast ihr geholfen? Mhm. Also ich war gerade in der, wurde wieder in diese andere Zeit gezogen. Oh, hier kommt bestimmt gleich ein Jumpscare. Und dann wurde das Kind von dem Priester quasi, hat irgendwie sie unter Druck gesetzt, sie soll nichts sagen und so weiter. Mhm. Und dann wollte er ihr eine verpassen und ich habe eingegriffen. Okay, ich habe gerade eine Knarre gefunden. Sehr schön. Gucken wir mal, was ist. Hast du dich genug umgesehen? Oh, eine Postkarte. Ich habe noch eine Vorhersehung, glaube ich. Ich habe das hier entdeckt. Was zur Hölle machst du mit einer Waffe? War unterm Boden versteckt. Da lag sie auch gut. Angela wird sterben. Waffen sind gefährlich. Okay. Und wir haben schon genug Ärger. Sie rutscht irgendeine Felswand runter, wird vom Seil, oder klettert an der Felswand hoch, besser gesagt, wird von einem Seil an den Füßen erwischt und wird runtergezogen, schlägt den Kopf auf. Aber einen Toten brauchen wir sicherlich nicht. Sie will mir gerade ausreden, die Waffe mitzunehmen. Versprochen. Aber ich nehme sie trotzdem mit. Männer und Waffen. Behalt das dumme Ding ja in der Hose. Ich will es nicht mehr sehen. Angela, that's what she said. Behalt das Ding in der Hose. Andrew hier hat eine Waffe. Was? Eine Waffe? Bist du verrückt? Meine, jetzt hört doch mal auf, alle wegen der Waffe rumzulabern. Wir wissen nicht, was im Nebel ist. Lieber habe ich eine Waffe und brauche sie nicht, als im Notfall nichts zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu werden, erhöht sich dramatisch, wenn man eine Waffe trägt. Was soll's? Wenn du dich damit sicherer fühlst, dann behalte sie doch. Oh, Quicktime-Events. Grüße an Nisho, geh raus. Egal. Ich habe die Waffe behalten, ne? Sehr gut. Hier finden wir sicher was. Oh, eine Polizeistation. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Ja, eine Scheune. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Etwas zum Zerschlagen der Scheibe. Bin ich? Guckst du dich noch um dort? Weil ich habe nämlich jetzt wieder so eine Entscheidung, wo es dann weitergeht, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob nur für mich oder für dich. Ich bin gerade hier noch am Umgucken. Ich bin gerade am nächsten Ding. Gut, dann gucke ich mich erst mal ein bisschen gefunden. Um. Ein Geheimnis. Hoffnung für Little Hope. Oh, ich habe eine Vorahnung. Andrew? Ja, das ist Angela, die da gejagt wird. Okay. Von einem Vieh, das in dieses in Ketten, und Andrew hilft Angela oder will ihr zumindest helfen. Komm her, schau mal. Okay. Damit kann ich die Scheibe einschlagen, ich, ja. Und wir kommen rein. Stopp die Ravenden-Fabrikschließung. Das sind irgendwie Demo-Schilder. Okay. Ey, es sind noch so viele Hinweise. Ich muss mal gucken, was das ist. War ganz einfach. Ich gehe jetzt in die Polizeistation. Hier kann ich auch weitermachen, das ist klar. Ich kann hier auch weitermachen, okay. Ich schätze, das ist nur für mich. Ich kann jetzt zwei Wege entscheiden, wahrscheinlich. Ob ich über die Treppe hochgehe oder... Mhm. Was geht hier hinten noch? Du kannst ja da reingehen. Ich schätze, was betrifft nur... Naja, ich bin gerade reingegangen in die Polizeistation. Was meinst du? Sehen wir es um. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadt-Polizeigebäude sehen alle gleich aus.
Und Andrew sagt schon wieder, dass ihm das bekannt vorkommt, ja. Okay. Irgendwo muss ja ein so, ich soll jetzt ein Telefon suchen. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Okay. Alter Hexenkerker ist hier. Spannend, sagt er. Etwas muss doch hier sein. Komm hier rüber, ich hab etwas. Hä? Nee, lass mich doch noch gucken, Mann. Vielleicht ist das der Ausweg. Leitung tot. Mist! Wow! Hey! Entspann dich! Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal, das Kabel fehlt. Ah. Telefon geht nicht. Hier muss doch ein Kabel sein. Also Daniel und Taylor trennen sich jetzt. Oh mein Gott! Was war das? Das Telefon hat kein Kabel und klingelt trotzdem. Das Telefon kann nicht klingeln, da ist kein Kabel dran. Was machen wir? Rangehen? Ja, wir gehen ran. Ich schaff das. Vielleicht ist der Pizzadienst. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Weißt du, da sind ganz viele Taschenlampen und er nimmt sich nur ein. Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? Plötzlich tauchten vor mir ein Mann und eine Frau auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte sie nicht kommen hören. Sie waren mir so fremd. Okay, alles wird gut. Ich helfe Ihnen, wenn ich kann, aber ich brauche Ihren Namen. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Okay. Hey! Oh mein Mann. Loslassen! Okay, ich bin jetzt an der Vergangenheit. Und da sind alter Egos von Daniel und sprich nicht über ich glaube Taylor. Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprich nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar Kommt, sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweig jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Bei allem Respekt, Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich bin auch wieder in der Vergangenheit. Stehe auf Seiten der Gerechten.
Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Ist keine Gespielin des Teufels, Reverend. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das Hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir eingreifen sollten. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Halt dich da raus. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Viel mehr davon halte ich nicht aus. Es ist gleich vorbei. Du schwebst nicht in Gefahr. Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Diese Drecksgehörer. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Also die Frau, die aussieht wie Angela, die wurde gerade abgeführt. Der Teufel weilt in dieser Stube. Ja, ich bin gerade bei ihrem Prozess. Er sucht den Herrn. Und das Gör arbeitet mit diesem Hexenjägerpriester da zusammen. Was zur Hölle war das? War das echt? Ich weiß nicht, ob er sie erpresst. Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Was denkst du, war mit ihr los? Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von... Geltungssucht. Okay, ich bin wieder an der Tankstelle. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Sie ist ein Kind, sag ich, das stimmt nicht. Recht. Die Kleine wusste genau, dass sie damit... Ich hab das Kind ja vorhin gerettet und hat sie den Namen Amy erwähnt. Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Mir ist noch was aufgefallen. Ihr Mann... Du bist in der Polizeiwache? Er sah aus wie du, Professor. Da war noch etwas Seltsames. Steh davor. Die beiden, die die Kleine hat... Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Na gut. Sehen wir uns nochmal um, ob uns nichts entgangen ist. Okay, ich kann mich jetzt noch ein bisschen umgucken. Also nee, noch nicht. Noch ist Zwischensequenz. Ich nehme das Gör aber nicht in Schutz, nicht einmal. Die hängt da voll mit drin. Wer ist da? Hey, Professor! Ach, da seid ihr. Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Nee, ich will nicht gehen, ich will doch noch um mich umgucken. Ernsthaft jetzt? Hey, Jailer! Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Wir auch nicht! Ist abgeschlossen!
Dann schließ auf. Versuchen wir es mit Gewalt. In 3, 2, 1. Taylor. Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Burn, baby, burn. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Ich würde mich gerne erst hier noch ein bisschen umgucken. Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Was soll's? Nein! Das ist doch wahnsinnig! Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten! Der Prozess, das Mädchen, Angelas Pendant, das alles scheint irgendwo hinzuführen. Fragt sich nur, ob zu was Gutem oder Schlechtem. Falls schlecht, dann vermutlich sehr, sehr schlecht. Das hältst du doof. So? Weil ich mich in der Polizeistation überhaupt nicht umgucken konnte. Okay, ich bin einfach nur gegangen, dann kam auf einmal das Video mit der Wache. Und dann wurde ich gefragt, ob ich da hingehen soll oder nicht. Aber das ist ja, also... Ich wollte mich umgucken und dann hat der andere Typ halt einfach gesagt, guck mal, hier ist ein Telefon, komm her. Und dann kamen die Zwischensequenzen. Okay. Ich bin wieder John. Oh, ich bin Andrew. Ich geh mal hier lang. Da ist was. Vorahnung? Na, Trisi. Hä? Warum legst du die denn weg, du Trottel? Würdest du bitte dir die Vorahnung angucken? Der will nicht. Okay, der Busfahrer wird von der Polizei in Polizeiauto gesetzt. Hä? Komisch. Na, Daniel, geht's dir gut? Ein Hör auf unseren Busfahrer bis. Also, mal gucken. Naja, wenn der Busfahrer schlau ist, dann ist er zurückgegangen zum nach der Brücke. Ja, zu diesem Diner, ne? Nee, zum Polizisten. Ach, stimmt, ja. Da ist nichts mehr, oder? Doch, da ist ein Grabstein, glaube ich. Oder so ein... Tilly Johnson, ja, Grabstein. Ach. Also ich kenne ihn nicht. Die ist tot. Okay. Ach, hier ist noch was. Am Laternenpfahl, oder besser gesagt, oben links. Okay. Hey, Rock'n'Roll. Ein Bandposter. $2,50. Samstag, 20 Uhr, 12. Februar. Welches Jahr? Oh, es erzählt eine große Geschichte. Ich halte dir die Taschenlampe ins Gesicht.
Der Daniel steht voll im Weg. Ich würde mir das Bandposter ja gerne angucken. Daniel, geh doch mal rüber jetzt. Hä? Bist du weggebackt? Ja. Daniel, du störst. Ah ja. Ja, wollen wir die Folge gleich beenden? Ja. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.